Herzlich willkommen zum Gleichgewichtstraining und für stabile Fußgelenke. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten im Stehen. Du kommst in einen hüftbreiten Stand und schieb dich erstmal auf die Fußspitzen. Halte hier. Spanne alles an, die Körpermitte, halte die Fersen so hoch, wie es für dich geht. Fixiere die Augen auf einen Punkt. Bauch ist fest und langsam senken und wieder heben. Dynamisch senken und wieder heben. Schieb dich so hoch es für dich geht. Mach das ein paar Mal. Spann die Körpermitte schön fest an. Augen fest auf einen Punkt. Und dann hebst du die rechte Ferse an und stellst die rechte Fußspitze auf, den großen Zeh. Und wenn du soweit bist, hebst du das rechte Knie in die Luft. Halte das Gleichgewicht erstmal nur. Konzentriere dich auf die Körpermitte und dann kippst du das rechte Knie nach außen und wieder nach vorne. Nach außen und wieder nach vorne. Das linke Bein muss dabei stabilisieren. Level 1 ist mit rechten großen Zeh am Boden, wenn es für dich besser geht. Oder wenn du gut halten kannst, dann probier es mit Knie in der Luft. Level 2. Das linke Bein muss dabei ordentlich arbeiten, das linke Fußgelenk. Und löse und walke auf der Stelle. Du wechselst dann die Seiten. Erstmal den linken Zeh am Boden aufstellen, Gleichgewicht finden. Und wenn du soweit bist, hebst du das linke Knie an. Komm erstmal ins Gleichgewicht. Konzentrier dich. Und dann Knie dynamisch nach außen und nach vorne rotieren. Level 2 mit Fuß in der Luft. Level 1 mit großem Zeh am Boden, etwas leichter. Schau, was für dich geht, sodass du ohne Umfallen weiter üben kannst. Level 2 in der Luft oder Level 1 Zeh am Boden. Und dann löst du wieder, lockerst dich aus und stell dich einmal seitlich auf. Dreh den Oberkörper einmal rum. Das Standbein ist jetzt links und rechts tippst du Ferse und Fußspitze im Wechsel auf. Standbein links ist leicht gebeugt. Die Arme schwingen mit. Level 1. Wenn das gut geht, probier es mal in der Luft mit einer Schwingbewegung. Level 2. Das Bein schwingt nach vorne und nach hinten. Oberkörper schön aufgerichtet. Arme schwingen entgegengesetzt mit. Dein Schwungbein ist leicht gebeugt. Und das Standbein muss ordentlich arbeiten und ausgleichen. Der ganze Körper arbeitet hier mit. Rücken, der Bauch und dann lockerst du dich aus und lässt dich einmal nach unten fallen. Schüttel den Rücken aus und komm wieder nach oben. Dann wechselst du die Seite, linke Ferse, linke Spitze im Wechsel vor und rück. Die Arme schwingen dynamisch im Wechsel mit. Oder Level 2, wenn es gut geht, die Schwungbewegung. Dein Standbein rechts ist leicht gebeugt. Das Schwungbein ist locker und gelöst und schwingt vor und rück. Der ganze Körper muss das halten und stabilisieren. Und das rechte Fußgelenk wird wieder ordentlich trainiert. Locker dich aus. Komm wieder in den hüftbreiten Stand. Walke ein bisschen am Platz, um dich zu lockern. Hüftbreiter Stand, dann kommst du jetzt auf die Zehenspitzen. Dann hebst du ein Knie langsam an und senkst ab. Das Ganze andersrum. Zehenspitzenstand. Wenn du oben bist, linkes Knie kurz anheben und langsam absenken. Wiederhole das nochmal. Zehenspitzenstand. Wenn du oben bist, ein Knie kurz anheben und dann beide Füße absenken. Erstmal oben ankommen halten und dann kurz einen Fuß lösen und beide Füße zusammen absenken. Noch eine Runde. Hochschieben, ankommen, Knie hoch und dann beide Fersen ab. Mal anheben, Knie nach oben, absenken und locker dich wieder aus, indem du auf dem Platz marschierst. Komm in eine Grätsche, weiter Stand, Fußspitzen nach außen, schön weit auseinander. Komm in einen Squat, in eine tiefe Kniebeuge, Arme auf der Seite halten, dann hebst du beide Fersen an und senkst. Heben und senken. Bleib dabei im Squat, schön tief. Dynamisch hoch und ab.
Konzentriere dich auf einen Punkt, Körpermitte fest. Und jetzt hältst du einmal die Fersen oben, bleib schön tief sitzen, Bauch fest, Gleichgewicht halten. Und wenn du kannst, schließt du dabei deine Augen. Level 2, Augen geschlossen. Level 1, Augen geöffnet, so wie es für dich geht. Noch ganz kurz halten. Wenn du kannst, wieder die Augen kurz schließen, dann wieder öffnen. Ein letztes Mal. Und dann langsam die Fersen lösen, komm nach oben, locker dich wieder aus. Schüttel deine Fußgelenke aus. Stütz dann deine Hände ein, heb das rechte Knie an und kreis das rechte Fußgelenk nach außen zum Lockern. Schön groß auch die Zehen mitbewegen. Und andersherum. Lass die Atmung dabei fließen. Standbein ist leicht gebeugt. Und wechsel dann die Seite. Linkes Knie langsam anheben, den Fuß nach außen kreisen. Auch die Zehen bewegen sich dabei mit. Andersherum, den ganzen Fuß mitbewegen, alle Fußmuskeln durchbewegen, lockern und auslockern, marschieren. Komm wieder in eine Seitposition, der linke Fuß geht weit nach vorne, der rechte Fuß ganz weit nach hinten. Öffne die Arme auf Schulterhöhe zur Seite und jetzt hebst du deine linke Ferse zusätzlich an. Beide Fersen sind in der Luft, linke und rechte Ferse. Ganz großer Schritt, so groß wie es geht. Arme auf der Seite gehalten und das Gleichgewicht halten, Körpermitte fest. Halte das Gleichgewicht, finde deine Körpermitte und dann löst du wieder die linke Ferse langsam zurück und kommst wieder in den aufrechten Stand. Wechsel die Seite, rechter Fuß weit nach vorne, ganz großer Schritt, linker Fuß nach hinten. Beide Fersen in die Luft heben und tief sein. Komm tief ins rechte Knie nach unten. Nutze deine Arme fürs Gleichgewicht, es darf ruhig auch ein bisschen wackeln. Körpermitte fest, die Augen auf einen Punkt fixiert. Jetzt kommst du mit beiden Händen langsam nach unten zum rechten Fuß, stützt die Hände auf, beide Füße nach hinten bringen und eine spitze Dreiecksposition, Po nach oben. Walke am Platz, immer eine Ferse nach unten schieben, im Wechsel ein Knie beugen, das andere strecken. Den Kopf locker zwischen die Oberarme hängen lassen, Po nach oben strecken. Damit dehnst du und entspannst du deine Fußgelenke. Lass die Atmung dabei fließen, Kopf ganz gelöst. Und jetzt beide Fersen runter, beide Fersen hoch. Beide Fersen zusammen runterschieben und dann wieder auf die Zehenspitzen stellen. Runter und Fersen hoch. Wiederhole das ein paar Mal. Lass die Atmung fließen und spür die Dehnung in den Fußgelenken. Bring jetzt die Knie zur Matte. Füße werden lang und du setzt dich auf deine langen Fußgelenke nach hinten, lehn dich zurück, stützt dich hinter dir ab und heb, wenn du kannst, deine Knie ein klein bisschen an. Damit dehnst du den vorderen Fußbereich. Lehn dich so zurück, wie es für dich geht. Und langsam wieder lösen, komm wieder nach vorne, stütz dich auf, schieb dich in die Hocke. Die Hocke ist auch eine wunderbare Dehnung für die Fußgelenke. Langsam die Hände lösen, Gleichgewicht finden und halte das Gleichgewicht auf deinen Fußspitzen. Schön gerade Rücken. Fersen noch ein bisschen weiter runter sinken zum Boden. Halte noch für einen kurzen Moment. Atme noch mal ein und aus und dann bringst du die Hände unter deine Knie, streckst deine Beine langsam durch, Fersen zum Boden schieben, Kopf locker und roll Wirbel für Wirbel von unten nach oben auf. Locker dich aus, schüttel deine Fußgelenke, walke am Platz zum Entspannen. Und jetzt stellst du deine Füße hüftbreit, kommst in einen Squat, schiebst den Po nach hinten und wenn du tief sitzt, dann hebst du langsam deine Fersen und deine Fußspitzen im Wechsel. Bleib dabei in einer tiefen Kniebeuge. Roll über deine Fußsohle, Fersen hoch, Fußspitzen hoch, Fersen hoch,
Fußspitzen. Bleib tief in den Knien, schieb den Po nach hinten. Deine Arme dienen dir als Gleichgewicht. Schön tief bleiben. Wiederhole das noch einmal. Und langsam nach oben kommen und wieder auslockern. Dreh dich jetzt nach vorne. Und dein rechtes Bein tippt nach außen und überkreuzt nach innen. Tipp außen, tipp innen. Die Arme gehen gegengleich ein bisschen mit. Wer möchte, Level 2, macht das in der Luft. Kreuzen und nach außen schwingen. Die Arme entgegengesetzt mitbewegen als zum Gleichgewicht. Jetzt muss dein linkes Fußgelenk sich seitlich stabilisieren. Die seitlichen Bänder und Muskeln werden aktiviert. Lass die Atmung dabei gleichmäßig fließen. Standbein ist leicht gebeugt, dann arbeiten deine Muskeln gut mit. Und ein letzter. Und auslockern, marschieren. Seiten wechseln. Wieder feststehen, Tipp innen, Tipp außen. Kreuzen, außen tippen. Level 1, die Zehenspitze geht zum Boden. Wer mehr kann und mehr möchte, der kann das Ganze in der Luft probieren. Du kannst jederzeit auch wieder auf Level 1 zurückgehen, tipp am Boden, so wie es für dein Gleichgewicht geht. Fang langsam an und du kannst dich beim nächsten Mal dann steigern. Die Arme nutzen dir so ein bisschen als Gegenbewegung, als Gleichgewichtsstabilisator. Und dann locker dich wieder aus, marschier am Platz, beweg die Hüfte ein bisschen und du dehnst jetzt den Fußspann. Kipp deine Zehen um. Und wechselt zur anderen Seite. Zehen umkippen, den Spann dehnen. Und wieder auslockern. Dreh dich noch einmal seitlich und jetzt stellst du dich auf eine imaginäre Linie. Der linke große Zeh ist hinten an der rechten Ferse angesetzt. Auf eine Linie stellen wie ein Seiltänzer. Die Hände gehen hinter die Ohren. Mach dich groß, mach dich lang. Finde das Gleichgewicht. Huch, es wackelt schon. Und wenn es geht, kannst du deine Augen kurz schließen. Augen zu, Level 2. Schön auf einer Linie stehen, richtig als würdest du auf einem Seil stehen. Level 3, wer noch mehr möchte, kann die Fersen jetzt anheben. Bleib aber auf einer Linie. Augen geschlossen, Fersen anheben, Level 3. Nur die Augen geschlossen, Level 2. Oder Level 1 mit geöffneten Augen. Wechsel jetzt die Position andersherum. Marschiere einmal und stell dich wieder auf eine Seillinie. Ein gedachtes Seil. Erstmal ins Gleichgewicht kommen, dann kommen die Hände hinter den Kopf. Spann alles an. Finde das Gleichgewicht, wenn das gut geht. Option Augen schließen. Und Option 2, wer dann noch mehr möchte und wer schon sehr stabil steht, kann dann auch die Fersen heben. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Genau. Schön konzentrieren. Mal kurz die Augen schließen, wieder öffnen. Und dann locker dich aus. Und jetzt entspannst du nochmal die Wirbelsäule, indem du um den eigenen Körper schlenderst mit den Armen. Schlag mit den Händen so ein bisschen um den Körper herum. Schüttel die Fußgelenke nochmal aus. Alles schütteln, alles lockern. Ausschütteln. Wunderbar. Ihr habt es geschafft. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Das war super.